Hallo Freunde, Marito, der Schmiedenbaumeister aus Nubingen ist wieder da mit Schnauzbart. Und wir sollten mal eben dringend schlafen gehen, denn es wird Nacht hier in Nubingen. So. Wum. Super Geräusche. Jetzt werden wir eben... Schauen, wo waren wir jetzt hier? Hier ist hier alles clear, ja. Unser Golem eigentlich noch da? Oder ist der eh schon wieder stiften gegangen? Ich glaube, der ist eh schon wieder spazieren gegangen und nie mehr wieder gesehen worden. Warum ging die eigentlich immer da in diese Richtung? Weiß das jemand? Seht ihr den irgendwo? Der ist schon wieder weg, oder? Ey, ist der echt jetzt schon wieder weg? Der ist schon wieder weg? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der Golem schon wieder? Jetzt sperre ich dann den Golem wirklich ein, wenn wieder einer kommt. Was ist da? Ey, was tust du da drin? Wieso ist da ein Zombie-Villager? Hier alles Roger? Hier ist noch einer. Mit Karotte. Was ist denn hier schon wieder passiert? Wo sind unsere Bürger? Ich krieg schon wieder Panik. Nein. Und alles nur, weil du uns nicht beschützt, Golem. So, hier sind drei. Wer bist du? Ein Fischer. Level 1 Bau. Wo ist Franz? Wo ist unser Vizebürgermeister Franz? Fuck, wo ist Franz wirklich? Ey, wo sind unsere ganzen Bürger schon wieder? Das ist der Bibliothekar und ein nicht berufstätiger Bürger. Ey, das gibt's doch gar nicht. Bertha? Bertha ist auch nicht da. Fritz ist da. Ah ja. Flieder? Ey, wo ist Franz? Franz ist nicht mehr da. Haben wir gerade Franz? Wurde der zombifiziert und wir haben ihn erschlagen? Toni ist da. Leute, ich glaube, Franz ist tot. Aber da gebe ich jetzt wirklich den Golem die Schuld, dass, wenn Franz tot ist.
Da ist niemand. Und hier waren drinnen zwei Zombie-Villager. Waren das echt Franz und Bertha? Ey, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ist unser Franz Level 1 Bauer? Level 1 Bauer. Level Max Bauer. Franz, du lebst. Oh Gott, sei gepriesen. Franz lebt. Jetzt habe ich aber wirklich Panik bekommen, dass der... dass unser am meisten ausgebildeter Bürger, Franz, eben das Zeitliche gesegnet hat. So. Jetzt habe ich irgendwie total den Faden hier vom Bauen verloren. Dach. Dach. Wir wollten Dach. Alles klar? Nee. So. Puh. Das ist mir schon ganz anders geworden, echt. Das sind viel zu wenig Stufen. Autsch. So, Erde. Ah ja, hier haben wir es ja so um hin und her gedreht, gell? Ja. Machen wir zuerst diese Umrandung. So, Shift. Ihr wisst, beim Dach bin ich immer ein bisschen konzentrierter. Wegen dem. Ah! Wisst ihr, ich habe mir heute eine Folge angesehen von lieben Sixilas, was meiner Meinung nach voll der Minecraft-Profi ist, ja. Und dann steht er so am Dach gemütlich, bla bla bla, macht einen nach dem anderen, sagt, ich bin so schlecht im Dachbauen. Bist du nicht. Hast du das schon mal gesehen, was ich hier fabriziere, Sig? Money! So, auf dieser Seite machen wir das so. Drüben kommt ja noch das Flachdach vom... Hier kommt ja dann noch... Ach, jetzt sticht es mich gerade im Kopf. Was ist denn jetzt los? Hier kommt ja noch das Flachdach rauf. Das sollten wir vielleicht jetzt schnell machen, bevor es zu spät ist. Dazu. Warte mal. Ich muss mir das jetzt kurz so anschauen, wie wir darauf kommen, ja? Also, gegebenenfalls wird das hier alles nochmal weggemacht und umgedreht. Aber das seid ihr von mir eh gewöhnt. So, 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 so. So, so. So, so, so. Der kann weg. Ey, was?
So. Ich habe mir das ja schon ein bisschen vorgezeichnet, Freunde, ja. Nee, da habe ich jetzt schon wieder einen Fehler drin im System. Das gehört dahin. Der gehört weg. Der gehört weg. Da gehört ein Einzelner hin und der gehört hier. Nee. So. Eben schlafen gehen. Warum gehen unsere Golems immer stiften? Kann mir das jemand verraten? Was mache ich falsch mit dem Golems? So. Genauso soll das eben ausschauen. So wie ich das geplant hätte. Essen wir erstmal ein paar Ofenkartoffeln. Hey, und wisst ihr was, egal ob die Schmiede jetzt fertig wird oder nicht. In der nächsten Folge gehen wir angeln. Wir brauchen echt was zu essen. Nee, da hat eh gestimmt. Da gehört noch einer hin. So. Na Blödsinn. Mach schon wieder Blödsinn. So. Und hier. Da noch einer hin. So. Denke. Dann außenrum. Kommen die Slaptors? Machen wir das außenrum? Die soll eins höher werden, das Slap. Sodass man das noch ein bisschen sieht. Wir haben keine ganzen mehr. Wir brauchen wieder mehr Holz. Ich will, dass man das Steindach darunter noch sieht. Eins drüber. So. Ja, irgendwie so. Wir brauchen Holz. Alles klar? Mal von der Entfernung schauen. Dann müssen wir dann von oben schauen. So. Irgendwie bin ich heute irgendwie so weit weg vom Mikrofon. Kommt mir vor. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. So.
Ah, immer diese Holzfarmerei, Freunde. Generell die Materialfarmerei, die ist schon echt mühselig. Das war ich irgendwie am Beginn dieses Let's Plays überhaupt nicht eingestellt, weil davor habe ich immer nur so kleine Bauwerke gemacht, also eine Hütte, sprich. Nicht mehr. Und ja, so ein bisschen so Survival-Häuser nachgebaut. Und da habe ich eigentlich auch hauptsächlich meine Fähigkeiten gelernt oder meine Kenntnisse bekommen, wie man Dächer und so baut. So. So. Jetzt können wir jetzt gleich mal alles umwandeln. Zack, das auch. Und dann gehen wir wieder zurück auf die Baustelle. So. Brauchen da jetzt relativ viele Slabs. Okay, sollten genug sein. Wir brauchen viele. Diese hieße. Können wir eigentlich auch gleich machen und da oben verteilen, wenn wir eh schon raufklettern müssen, jetzt aufs Dach. Das sind aber sicher zu wenig. So. Okay. Eigentlich könnten wir hier das so machen. Würden wir uns da hinten einen Slab sparen? Und es schaut auch besser aus, als wie wenn es hier angemacht wäre im Haus, oder? Lass uns das kurz von unten schauen. Ich meine ja. So. Eigentlich hätte ich hier gleich ganze Blöcke nehmen können, oder? Super gemacht, Mario. Wir hier jetzt? Ja. Jetzt sind wir hier. Und hier gehen wir jetzt auch so rüber. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier sind. Der Hardcore. Habe ich noch ganz? Ich habe eh noch ganze. Warte mal. Was tust denn so rum? Wo gehören die ganzen hin? Da, da und da. Passt. Oh, schaut euch da. Was ist denn jetzt für eine Versammlung? Was passiert denn jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was machen die? Hä? Er hängt schon wieder fest da oben. Aber was machen die? Warum versammeln sich die jetzt alle hier? Weiß, kann mir mal jemand sagen, was da gerade los abgeht bei uns im Dorf? Halten die hier geheime Abwahlen oder so? Oder was wird das? Ey Leute, was macht ihr da? Habt ihr da geheime Meetings oder so?
Okay. Mal dazu. Ups, kommen wir darauf, jawohl. Erst die schwierige Seite. Das ist die. Ach, jetzt fängt der Scheiß wieder an. Ich hasse Dächer. Das war die Taste. Also beim Bauernhof ging das Dachdecken extrem schön, ja? Dann machen wir es jetzt auch so. Das ist beim Bauernhof gemacht. Aber was haben die Bauern da jetzt wirklich, also unsere da Bürger jetzt wirklich gemacht? Warum sind die jetzt alle dahin gelaufen? Nämlich wirklich alle. Geh, komm nicht schon wieder. Geh runter da. Weiß das jemand? Kann mir das bitte jemand erklären? Warum sind jetzt alle Bauern hier zu diesen alten Brunnen gelaufen? Das würde mich echt interessieren. Kaffee? Oh. Alles klar, Herr Kommissar. So wie so habe ich gemacht, gell? Ja. So. Es könnte sich ja mal ausgehen mit den Treppen, hm? Ich hab doch noch ein ja, super. Dach. So, und hier, ganz klassisch, oder? So. Okay. Schaufel. Mal zuerst die angeschlagene Schaufel. Egal, fallen wir noch dreimal runter am besten, ja? Ha. So, haben wir noch diesen Stein. Das kommt weg. Den bauen wir jetzt hier hinten im Endeffekt zu. So, quasi so die Working Area.
Dann sehen wir, dass wir hier noch einen drüber müssen. Haben wir noch? Haben wir. Ich frage mich, warum sie die immer so hin und her stecken quasi. Geh rüber. Shit. Geht sie sich echt nicht aus? So. Gehst du dich jetzt aus? Ja. Schön. Muss man das jetzt dann nochmal von Weitem ansehen. Wie das ausschaut. Geh, weiter, komm. Ja, das denke ich mir auch gerade. Das, mein Freund, denke ich mir auch gerade. Was mir nicht gefällt, ist dieser Block hier. Machen wir so. Wie schaut das hier drüben aus? Ja, hier geht es jetzt wieder auf den Boden, ne? Hier passt das. Hier passt das auch. Und hier? Ja, passt auch. So. Ofen. Wie machen wir den Ofen? Hier oder noch eins zurück? Ich meine, hier kann man schön reingehen, ja? So, jetzt wollen wir mal die haben. Das Zeug legen wir jetzt erstmal ein bisschen zur Seite. So. Wo sind's denn? Also, habe ich schon da. Die behalten wir uns noch zur Sicherheit im Inventory. Da. Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch mehr. Nee, jetzt kommt man dann immer so leicht drüber. Habe mir selbst quasi ein Ei gelegt, dass ich rundherum laufen muss. So. Da haben wir noch welche, genau. Ziegel. Ziegel, Ziegel an der Wand. So. 8 müssten von denen, glaube ich, reichen. Ja. Schauen wir mal. Ach, Lagerfeuer brauchen wir noch eins. Für einen Rauch oben. Da brauchen wir wieder die... Die Dings, die Bums, die Blöcke. Die abgezogenen. Nicht die abgezogenen. Diese hier. Nehmen wir 1, 2, 3. Sticks haben wir eh. Werkbank haben wir auch oben. So. Lagerfeuer. Okay. Machen wir uns hier noch. Die nehmen wir noch mit. Also das Design von diesem Kamin hier ist nicht von mir, ja? Nur, dass ihr es gleich wisst. Das habe ich woanders gesehen und das hat mir extrem gut gefallen.
Warte mal. Den weg. Den weg. Jetzt muss ich kurz ein bisschen nachdenken wieder, ja? Aber es wird schon wieder Nacht, oder? Steht die Sonne? Ja, bald. Komm, das geht sich, glaube ich, noch aus. Ist eh nichts gespawnt bis jetzt? Nee. Okay. Das machen wir irgendwie so. Dann haben wir hier auch quasi einen Kamin, ja? Für oben, für den Wohnraum. Mal das so. Den tun wir dann aber wieder weg. Den tun wir wieder weg. Ja. Kommen wir nicht mehr rauf. Aber hier. Gehen wir schnell schlafen, ja? Du kannst nur nachts schlafen. Schaut denn das von hier eigentlich aus? Echt jetzt? Da wollte mich ich hinlegen. Darf ich mich zu dir legen, Fritzi? Ha, ja, schnarch nicht so. Der schnarcht, aber es ist so ein alter Schnarchbär, hey. So. Erde. Hier, warte mal, genau hier waren wir eigentlich gerade. Das ging irgendwie so. Da kommt dann die Lava rein. Ist hier und hier. Schauen wir schnell von innen. Gehört dann nämlich auch hier dieser Ziegelstein hin. So. Zwecks der Richtigkeit, ne? So. Hier machen wir diesen Block hin fürs Lagerfeuer. Oder? Ja. Hier, ich hätte vielleicht nachher später machen sollen, das Lagerfeuer. Ich sehe jetzt nichts mehr. So. Vielleicht auch ein bisschen weiter oben. Und dann habe ich gesehen, der hat das so gemacht, schau her. Zack, zack, zack. Zack, und da hat er dann diese Dinger raufgetan. Nee, nicht da. Sondern auf diese. Das finde ich so mega. Das gefällt mir gescheit gut. So. Ach du Kacke, wir sind nicht schon wieder am Limit der Zeit. Oder am neu gesetzten Zeitlimit. Jetzt noch was drin? Da hinten liegt noch was drin. Das möchte ich definitiv vorher rausholen, bevor ich da Lava reingieße.
So, dann will ich aber auch hier. Das machen wir auch alles aus diesen Ziegelsteinen. Hahaha. Denkste. Na, echt jetzt? Echt jetzt? Wie viel fehlen uns? 1, 2, 3, 4. Halt traurig. So. Dann gehen wir halt Ton suchen wieder. Wo ist eigentlich unser Schwert? Warum ist das nicht da drinnen? So. Methon. Passt. Eigentlich ja direkt vor der Haustür. Das ist gut. Also wenn wir hier fertig sind mit unserer City, dann ist wahrscheinlich der Fluss leer mit Ton. So, das brennen wir jetzt gleich. Das teilen wir hier im Inventar gleich auf. Nee. Geht schneller. Ton braucht er wieder so ewig lange zum Brennen eh. Aber das werdet ihr jetzt nicht mehr in dieser Folge miterleben, sondern in der nächsten. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Euer Marito. Ciao, baba.